Servus Leute, heute gibt's mal ein Video von mir, in dem ich euch einen kleinen, aber doch sehr, sehr essentiell wichtigen Teil meines Workflows bei der Hautretusche nahelegen will. Und zwar geht es hier um die Frequenztrennung. Kurz im Groben, wir teilen quasi ein Bild in zwei Teile auf. Das heißt, wir haben einen Teil mit, beziehungsweise eine Ebene mit den reinen Farben und eine zweite Ebene mit den Details. Das heißt, diese beiden Sachen werden übereinander gelegt und ergeben dann das komplette Bild. Ja. Für die, die das da jetzt noch nicht mitkommen, den zeige ich einfach mal, wie das funktioniert. Und zwar, wir haben jetzt hier das Bild von der Sandra. Erstmal vielen Dank, Sandra, dass wir das hier so verwenden dürfen. Gut, wir fangen einfach an. Ich mache mir von unserer Rohdatei einfach mal eine Kopie. Das mache ich mit Ctrl-J bei den Windows-Usern. Ich schiebe mir die einfach mal da hoch, damit es ein bisschen übersichtlicher bleibt. Und okay, gut. Da wir, wie gesagt, schon zwei Ebenen brauchen, mache ich mir davon direkt auch nochmal eine Kopie, wieder mit Ctrl-J. Wir nennen die untere Ebene mal Farb, also das soll unsere Farbebene werden, nennen wir die mal Farbe. Und die obere Ebene soll unsere Detailebene werden. Detail. Ups. So, okay, gut. Wir deaktivieren uns jetzt mal die obere Ebene und arbeiten erstmal nur mit der unteren. Und wir stellen wir unsere Farben. Das geht relativ einfach. Wir gehen einfach auf Filter, Rauschfilter, Helligkeit interpolieren. So. Wie gesagt, unsere ganzen Details gehen jetzt verloren und wir haben nur noch die Farben. Was hier wichtig ist, wir müssen speziell auf die Sachen achten, wie hier die Haut, die relativ sauber aussehen soll. Das soll jetzt nicht mehr fleckig sein, so dass wir so viel wie möglich Details verlieren und wirklich nur die Farben haben. Ich gehe jetzt hier mal auf einen Wert von 55. Das ist noch okay. Ich habe ungefähr, ich sehe, wo die Augen sind, um das Ganze hinterher zu bearbeiten und kann mir überall meine Farben noch beiholen, wie ich will. Aber das erzähle ich euch später dann nochmal. Okay, wir bleiben bei 55 und bestätigen das mit okay. Okay, ist ein bisschen rechenlastig, dauert manchmal einen Moment, je nach Rechner natürlich. Und zack, okay, hat er fertig. So, als nächstes gehen wir in unsere Details-Ebene. Die aktivieren wir uns kurz und stellen auch sicher, dass wir wirklich auf dieser Ebene sind. Diese Ebene müssen wir in den Mischmodus lineares Licht stellen. Sieht jetzt erstmal ein bisschen freaky aus. Und jetzt gehen wir auf Bild, Bildberechnung. So, hier müssen wir darauf achten, dass wir den Mischmodus Addieren aktiviert haben. Und die Deckkraft muss 100% sein und Skalieren, hier muss immer die 2 stehen. Fragt mich bitte nicht genau, warum. Vielleicht kann es mir irgendjemand anders, vielleicht mal in den Comments erklären, aber ich habe keinen Dunst, weshalb. Ich nutze es einfach so und das passt. Als nächstes nehmen wir Umkehren muss aktiviert sein. Und die Ebene, mit der wir das Bild verrechnen, muss unsere darunterliegende Farbebene sein. Ich wähle deswegen mal Farbe aus und bestätige das Ganze mit OK. Okay, gut. Also wie ihr seht, wir haben jetzt zwei verschiedene Ebenen, Farbe und Details. Ich kann jetzt quasi die Detailebene deaktivieren und sehe nur die Farben. So sieht das Ganze aus. Deaktiviere ich aber die Farbebene, haben wir nur die Details.
Der Vorteil davon ist, wir können unsere ganzen Details auf dem Bild jetzt so verschieben, ohne dass wir irgendeinen Verlust haben mit unseren ganzen Details. Das heißt, ist ein Pickelchen da, können wir das einfach mit anderen Details ersetzen, sage ich mal. Ja? Wie funktioniert das? Wir bleiben jetzt einfach auf unserer Detailebene aktiv, nehmen unser Stempelwerkzeug, okay, Kopierstempel. Wichtig ist, wir nehmen einen harten Pinsel dazu, 100%, volle Kanne. Und dann zoomen wir hier einfach mal rein und gucken mal, was wir da bearbeiten können. Gut, wir haben jetzt hier so ein kleines Pickelchen. Oftmals ist es so, ich habe immer ein bisschen Probleme bei Leuten, die Sommersprossen haben, da die Retusche zu machen. Oftmals weiß man nicht genau, ist es jetzt ein Pickel oder ist es doch eher eine Sommersprosse. Aber da kriegt man ein Gefühl für auf jeden Fall. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie es ist, wenn ich das hier retuschiere. Und zwar mit der Alt-Taste könnt ihr Details aufnehmen. Also Alt-Taste gedrückt halten, einmal klicken, wo ihr die Details aufnehmen wollt. Und dann könnt ihr einfach diese Details woanders drüber legen. Ja? Besser ist es, immer mal aus dem Bereich irgendwelche Details zu nehmen und das auch so häufig wie möglich, weil sonst fällt es auf, wenn sich ständig irgendwelche Sachen wiederholen. Ja? Und so kann man da jetzt ganz einfach vorgehen. Und zum Beispiel solche Sachen wie kleine Fältchen, wenn man sie wegmachen will, überhaupt kein Problem. Ich nehme jetzt einfach hier direkt daneben auf, fahre hier so drüber. Zack, weg ist es. Da noch ein bisschen. Hier sind zum Beispiel so kleine Pünktchen von der Wimperntusche, nehme ich mal an. Kann man auch ganz einfach wegretuschieren. Ist natürlich eigentlich relativ simpel. Aber je nachdem, wie man es betreibt, wo man am Ende mit dem Bild hin will, kann man sich da stundenlang mit beschäftigen. Also es ist wirklich so, Kopfhörer rein und ab geht die Post, ja. Und da kann man sich hier austoben. Zum Beispiel hier sowas mit diesem Haar, wie es jetzt hier ist, kann man auch ganz einfach, ich mache den ein bisschen etwas größer, ich nehme hier links daneben ein bisschen was auf und fahre hier einfach so runter. Sieht man nichts mehr von diesem Haar. Kein Problem. Hier ist so ein kleines, ich weiß nicht, was es ist, einfach drüber. Wie gesagt, da kann man sich richtig austoben, bis man keinen Bock mehr hat. Speziell für die Beauty-Retusche ist das natürlich die Vorgehensweise überhaupt. Ja. Ich fange schon wieder an, jetzt geht's hier los. Wieder on fire, ja. Okay, gut. Aber so viel dazu. Ich hoffe, das Prinzip ist dafür erstmal verstanden. Jetzt ist es der Fall. Man arbeitet hier ewig lang dran und irgendwann sieht man nicht mehr wirklich, wo man noch was retuschieren kann. Dazu gibt es ein kleines Hilfsmittel. Ich nehme dazu immer eine kleine Hilfsebene, welche besteht aus einer Tonwertkorrektur. Ja, ich klicke hier mal Tonwertkorrektur an. Und wichtig ist, dass man die in diesem Fall nur auf die Detailebene benutzt. Das heißt, wir erstellen uns eine Schnittmaske. Rechte Maustaste auf unsere Tonwertkorrektur. Schnittmaske erstellen. Das Ganze, die Schnittmaske bezieht sich immer nur auf die Ebene, die darunter ist. Ja, extra mit dem Pfeil hier auch nochmal gekennzeichnet. So. In der Tonwertkorrektur nehmen wir einfach die beiden Regler und schieben die mal Richtung Mitte. Der hier, genauso wie der hier. Und boom, okay, da sehen wir so einiges wieder. Ja, da können wir uns nochmal richtig auslassen. Ich sehe jetzt zum Beispiel hier so eine Stelle, die springt mir gerade ins Auge hier so bei dem Video. Die tupfel ich hier doch auch einfach mal weg. Achso, Entschuldigung. Darauf achten, dass ihr auch wieder auf der Detailebene seid. Und dann könnt ihr da einfach drüber gehen. Sehr gut. So läuft es. Hier ist nochmal was Kleines.
Manchmal nicht erschrecken, manchmal wirkt es dann so ein bisschen abgehackt, sage ich mal. Aber da müsst ihr einfach ein paar Mal drüber gehen, ein bisschen von anderen Bereichen Details nehmen, dann passt das locker. Ja? Jetzt nur mal als Beispiel. Ist zwar jetzt eine Sommersprosse, ich mag Sommersprossen, aber jetzt nur mal zum Wegmachen, als Beispiel. Ich nehme jetzt hier auf, gehe hier einfach drüber. Zack. Und so könnt ihr das ratzfatz wegmachen, ohne dass irgendjemand noch irgendwas davon sieht. Ja? Ich mache hier mal ein bisschen mehr, damit wir so ein bisschen vorher nachher haben, das auch vergleichen könnt. Bisschen größeren Pinsel manchmal. Da könnt ihr wirklich variieren. Ja? Also wirklich, wie gesagt, je mehr Zeit ihr euch dafür nehmt, desto sauberer wird das Ganze. Ja? Aber es bedarf auch ein bisschen Gefühl. Also es sind immer mal solche Sachen hier. Da muss man ein paar Mal drüber gehen und dann passt das aber auch. Okay, gut. Ich deaktiviere diese Ebene jetzt nochmal. Und gut, so sieht es aus. Das sieht man jetzt groß vorher, nachher. Ich gucke mal gerade. Ja, man sieht zum Beispiel diese paar Sachen sind wegretuschiert, ohne dass man da irgendwie sieht, dass man eigentlich was gemacht hat, wie hier in dem Bereich. Vorher, nachher. Jetzt ist es oftmals so bei Bildern, dass eventuell so Hautrötungen entstehen. Entweder irgendwie man hat sich mal gekratzt oder es wird doch ein bisschen wärmer im Studio, sage ich mal. Und manche Models haben dann halt irgendwie ein bisschen rötere Wangen oder irgendwie dunklere oder rötere Stellen. Da gibt es noch eine zusätzliche Hilfsebene, die wir nutzen können. Und zwar, wir nehmen uns eine leere Ebene, hier unten, leere Ebene, setzen die zwischen unsere Detail- und Farbebene. Jetzt haben wir den Vorteil, dass wir einfach übermalen können, ohne auf unserem eigentlichen Bild rumzupinseln. Ja, können wir einfach übermalen mit Farben, die in diesem Bild eh schon enthalten sind. Ja, die wir aus unserer Farbebene nehmen. So, mit aktivierter Ebene gehen wir einfach mal auf den Pinsel. Wir wählen am besten einen ganz weichen Pinsel. Ich würde die Deckkraft bei 15% lassen. Man geht lieber ein bisschen öfter und sanfter darüber. Und den Fluss würde ich bei 30 belassen. Ja, gut. Wir nehmen jetzt einfach hier mal ein bisschen Haut auf, beziehungsweise Farbe. Jetzt mal hier wieder mit gedrückter Alt-Taste könnt ihr Farben aufnehmen. Bisschen heller, genau. Okay, und dann geht ihr einfach drüber. 1, 2, 3, 4. Mir reicht das noch nicht. Nehme ich noch ein bisschen Farbe hier. Und dann 1, 2, 3, 4. So, okay. So fällt es gar nicht viel auf jetzt. Aber wenn ich diese Ebene mal deaktiviere, seht ihr, ich hoffe, das kommt auf dem Video rüber. Vorher, nachher, vorher, nachher. Und so könnt ihr genau solche Sachen wegretuschieren, wenn es ein bisschen röter wird. Ja? Ich zeige euch nochmal das komplette Vorher, nachher. Vorher, nachher, vorher, nachher. So könnt ihr da vorgehen. Ja, das war es eigentlich schon zu der Frequenztrennung. Wenn ihr da noch Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen, vielleicht auch Verbesserungsvorschläge, entweder zum Video selbst oder zu meiner Vorgehensweise, dann haut es mir einfach in die Comments und ansonsten freue ich mich auf jeden Fall über einen Daumen hoch. Und ja, ich danke euch fürs Zugucken. Ich wünsche euch was. Tschö.